Wir gehen rüber zu Kennst du nicht? Da gibt es auch noch ein Meme-Video, was wir noch nicht geguckt haben. Und zwar gestern, Deutsche Memes Folge 18, die Montes Herz gebrochen haben. Schauen wir mal rein. Ist da Regina dabei oder warum ist das Herz gebrochen? Man weiß es nicht. Let's go, Alter! Almanis Meme. Almanis. Wie heißt der Typ auf Instagram? Almanis. Almanis Meme. Okay. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Wenn deine Mutter dich zum Essen ruft, aber der Tisch noch nicht gedeckt ist. Oh ja. Who's that Pokémon? Oh, wer ist das? Ist es Kevin? It's im knallroten. Nee, es ist der Typ. Oh nein. Aber von der Frisurform sehr ähnlich. VVS Volkan. Verpiss dich beiseite mit dir. Kein Wort verstanden. Stark gemacht, stark gemacht. Wenn ein Frosch mehr Talent hat als ich. Smoke weed every day. Erwischt. Er ist halt einfach da. Wir haben noch gedacht, er ist ganz. Deswegen wurde Montes das Herz gebrochen, oh, der Arme. Zwei Optionen. Komm on, leck mich am Arsch. Ich muss jedes Mal über das Carsten Stahl-Meme lachen. Ey, wir haben zwei Optionen. Wir haben zwei Optionen. Und dann fängt er einfach an loszuschlagen. Ah, komm, leck mich am Arsch. Der rast einfach komplett aus. Das ist so stark. Digga, viel zu stark. Hallo? Wenn ich aus meinem Zimmer komme, um meine Mutter zu nerven. Kann ich kurz stören? Ja. Ich habe nämlich gehört, hier gibt's Störe. Und da hätte ich ein paar Fragen. Du schreist mich an und ich gebe dir die Schuld und der Nachbar von oben wird... 187. Hä? Der Nachbar von... Ach so. Mhm. Ja, man kennt es in Deutschland, wenn man die 187 wählt. Es gibt ja bei 110 Polizei, 112 ist die Feuerwehr und bei 187, wenn man die wählt, dann müsst ihr mal gucken, was da passiert. Kann man mit so einer dämlichen Idee bloß Geld verdienen? EA Sports, it's in the game. Und alle, die nicht schreiben, dass ich jetzt auf Koks bin, die haben noch nie das wahre Koks gespürt. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich glaube, das bin ich. Ist nicht, der eine Typ, der immer mitreden muss. Worum es geht. Das hat mich aber noch nie davon abgehalten, darüber zu sprechen. Ehrenmann! Ehrenmann! Oha! Oha, sowas sieht man selten, ne? Wenn ein Schiff so ins Wasser gelassen wird. Krass, ne? Das slidet hier so diese Schienen runter und dann ab ins Wasser. Krass, finde ich das. Lehrer, es gibt keine dummen Fragen. Ich? Vielleicht auch einen Linksanwalt. Gibt's auch einen Linksanwalt? Lost. Nekuyo, Unge, mach Merch-Shop auf. Ich hab noch gar nichts. Leinsam-Hoodie oder ein Schlee-Polo. Ich kann euch einen kleinen Sneak-Peek geben. Wir haben ein paar Muster geschickt bekommen. Aber es wird alles noch verändert. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Also erstmal, für den Sommer wird es eine kurze Jogginghose geben. Eine kurze Jogginghose mit Reißverschluss. Ja? Reißverschluss und einfach eine gechillte kurze Jogginghose. Nur ein ganz dezentes Schlee-Aufdruck. Also ganz gechillt, okay? Dann gibt es hier noch ein paar Sachen, die ich euch noch nicht zeige. Oh, dann gibt es hier so ein... Einfach Basic-Shirt. Einfach nur ganz simpel, ja? Einfach nur ein Basic-Shirt. Da ist nichts groß dabei. Dann kommen wir zu den Pullis. Die sind natürlich wieder sehr wild geworden. Als nächstes haben wir verschiedene Gemüsesorten zur Auswahl. Wir vermuten mal, das nächste wird... Der erste Hoodie war da Rice-Out. Der nächste Hoodie wird wahrscheinlich... Potato werden, Leute. Ja, der nächste Hoodie wird wahrscheinlich... Der Potato-Hoodie mit der Kartoffel als Stick. Hinten nochmal mit dem
mit dem Potato Text, aber es sind alles nur Muster. Das wird alles noch sich eventuell ändern. Und unser Hoodie, auf den wir am meisten Bock haben, der ist allerdings noch nicht final. Der Hoodie in den Farben von unserem Hund, und zwar in den Knubbelfarben, der ist oben schwarz, der wird hier so ein bisschen so beige, so knubbelbeige und unten weiß, so wie Knubbel, also schwarz, schwarz, beige, weiß. Soll der so werden. Wir sind gerade dabei. Mehr kann ich euch noch nicht zeigen. Wir haben noch ein paar Sachen, aber ich kann euch nicht alles zeigen. Wir sind gerade auf jeden Fall dabei. Ich sag euch rechtzeitig Bescheid. Es dauert noch ein bisschen, ja? Let's go. Weiter geht's. Erkennt ihr mich? Ich bin... Wenn meine Face-ID mich dank der Maske nicht mehr erkennt. Ist der Willi. Ich stecke unten drunter. Nichts. Du kannst nichts. Außer gleich aussehen wie dein Bruder. Ich zu meinem kleinen Bruder, wenn er meine alten Klamotten anziehen muss. Niemand, Musiklehrer. Du triffst einen falschen Ton und wir hauen dich. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Was, Bruder? Was, Bruder? Stark, stark, stark. Okay, okay, ey, auch nice. Kennst du dich? Küsse gehen raus. Nice, nice, nice. Wir gehen rüber zu Dados. Cat with really small eyes. Oh, ich habe heute die Babykatze. Hab ich letztens, wer war von euch dabei, als ich gesagt habe, meine Mutter hat jetzt eine Babykatze? Wer von euch war dabei, als ich gesagt habe, meine Mutter hat jetzt eine Babykatze? Wer hat das mitbekommen? Ich habe die Babykatze jetzt gefilmt. Und Knubbel hat es mit ihr gut verstanden. Ja. Knubbel, komm mal hier. Komm mal hier. Knubbel hat es mit der Babykatze verstanden. Der hat nämlich immer so sich neben ihr gestellt, hat mit ihr ein bisschen die angeguckt und so. Knubbel. Die Babykatze bei Mama. Die Babykatze. Ja, du kleine Schatzi-Maus. Oh, ja. Das war fein. Hat die nicht angegriffen. Das war super. Bin sehr stolz auf dich. Ja, manchmal ein bisschen geknurrt, aber es war okay. Hast du fein gemacht, Schatz. Du warst ganz lieb zur Babykatze. Wer ist da? Ist da eine Babykatze? Jetzt im Stream musst du mir zeigen, dass du der harte Schatz bist, ne? Der Gangster. Ich könnte dich abknutschen den ganzen Tag. Ich könnte dich den ganzen Tag abknutschen. Okay, wir schauen jetzt die Babykatze hier an. Guck's Hello mit. Everyone, this is your daily dose of internet. Here's a cat that has really, really small eyes. Oder? Wie klein die Augen sind. Die sind wirklich super klein. Alter, ich hab das noch nie gesehen. Sieht aus wie ein Menschengesicht jetzt. Irgendwie schon, ja. This person took a regular piece of paper and folded over and over until it became a fun little spring toy. Oha, oha, oha. You will only hear the word you are reading. Oh, das ist wieder so ein Spiel. Es gab mal dieses schwarz-blaue Kleid, was auch... Ja. Und es gibt auch Yannel und Laurel. Laurel und Yanny. Und es ist wieder so. Green Needle oder Brainstorm. Du musst jetzt ein Wort, musst du jetzt lesen und du wirst das Wort hören. Also ich lese das andere und ich werde das andere Wort hören, okay? Okay. Lies das ganze Zeit dieses Wort. Machst du Brainstorm? Ja. Okay, sag dir im Kopf die ganze Zeit Brainstorm, Brainstorm, Brainstorm. Lies es. Lies es und sag es dir leise im Kopf. Ich mach Green Needle. Hast du Brainstorm gehört? Ja. Ich hab Green Needle gehört. Als ob. Ja, jetzt liest du mal Green Needle. Moment, und ich lese jetzt Brainstorm. Liest du jetzt Green Needle die ganze Zeit? Wie geht das? Ja, es ist, aber es ist dieselbe Frequenz. Liest du jetzt mal Green Needle? Okay. Oha, ich hab jetzt Brainstorm. Ich hab jetzt Brainstorm gehört. Boah, krass. Digga, das ist echt. Das gleiche Wort. Man hört einfach das, was man liest. Alter. Krass. Das ist heftig. Höre nur Brainstorm. Krass, ich konnte beides hören. Ich konnte auch beides hören, ja. Also wenn ihr nur eine Sache hören könnt, sind eure Ohren vielleicht zu schlecht. Dann könnt ihr die Frequenz vielleicht nicht mehr aufnehmen. True. This person found a crab that became fossilized into this rock over the span of millions of years. Ach, das ist eine Krabbe im Stein. Was, echt jetzt? Eine Krabbe ist im Stein eingeschlossen. It's quite damaged on top. Du siehst ihre Schere hier, da oben. Das ist die Hand von der Krabbe. Ist im Stein eingeschlossen. Those claws are enormous. Ich dachte, sowas geht nur unter der Erde mit genug Druck. Aber ich dachte eher, es sieht aus wie so ein Herz, der Stein. Ja. This is called a thresher shark. These sharks have a really long tail. Oha, sieht geil aus. Sieht nice aus, aber ich hätte trotzdem Angst. Hättest du Angst, wenn du sowas im Wasser sehen würdest? Ja, natürlich hätte ich Angst, wenn ich sowas im Wasser sehen würde. Which they use like a whip to stun fish and make them easier to catch. Oha, der peitscht die. Oha.
schade, dass man es nicht gesehen hat. Crazy, was für eine Großstadt, ne? Das ist krass. Here's a video of my mom standing in front of the tallest flagpole in the United States. Yo. That's the end of this video. Alter, krass. Geil. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Later. Nice, 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 nice.